Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinboss. Und zwar heute mal wieder mit einem richtigen Schatz. Und zwar vom Hersteller Yaki. Ist jetzt vielleicht nicht so bekannt. Und ihr seht schon, es ist eine Klemmbausteinspieluhr. Jetzt wäre es natürlich langweilig, wenn es nur aus diesem Spielkörper besteht, der Noppen oben drauf hat. Vermarkten ja einige Sachen. Die sagen, ich habe ein Dino aus Klemmbaustein oder ich habe das und das aus Klemmbaustein und im Endeffekt ist es nur ein normales Plasteding, wo Noppen oben drauf sind. Nein. Das ist was Besonderes, das habe ich euch ja schon gesagt und das schauen wir uns auf jeden Fall an. Wir sehen, das ist ab 8 plus geeignet. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter, ihr seht schon. Dann haben wir hier die Musikbox Windmill von Yaki, also eine Windmühle. Und jetzt kann ich es euch ja auch zeigen. Wir haben diese Windmühle hier als Bausatz dabei, die sich sogar am Ende mit der Spieluhr mitdreht. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, ist der Wahnsinn, ich weiß. Auf jeden Fall ist das ein ganz cooles Ding, um es vielleicht mal jemandem zu verschenken oder ähnliches, der davor gesagt hat, das sind schön Klemmbausteine. Du kannst ja nichts machen und dann kriegst du halt einfach sowas. Und wenn das jetzt eine geile Qualität hat, dann ist das auf jeden Fall ein Hersteller, den ich mir in Zukunft noch öfters mit euch ansehen werde. Und ich freue mich schon richtig drauf und ich freue mich schon so lange auf dieses Video. Und jetzt ist es endlich soweit. Wenn wir es aufmachen, sehen wir ja schon den Spielkörper. Coole Details finde ich ist, dass hier I am Amsterdam draufsteht, also I'm Amsterdam. Ja, ist ein geschlossener Spielkörper, den kann man hier aufziehen. Auch in so einem Klemmbausteinformat haben wir wie für einen Pin eine Niederlande-Flagge und den können wir hier eben reinstecken und schauen wir schon mal, ob sie funktioniert. Und schaut mal schon, das dreht sich hier in der Mitte mit. Und genau da wird am Ende die Windmühle befestigt sein. Oh, ich freue mich da schon so drauf. Sieht gut aus, oder? Finde ich, sieht gut aus. Und dann haben wir ja, wie gesagt, die Teile für die Windmühle. Erinnert von der Teilefarbe so ein bisschen an den Fischerladen von Lego. Und natürlich die Anleitung. Und da sehen wir die Ähnlichkeit mit dem Fischerladen noch mehr. Es ist halt in so einem Türkis gehalten. Wir haben 425 Teile. Europäische Windmühle ist der Name. Do it yourself. Music Box. Das Lied ist You Are My Sunshine. Und hier sehen wir schon mal eine Vorschau, wie es dann fertig aussehen soll. Ich denke, wir sind alle so gespannt wie. Ich denke, ihr seid alle genauso gespannt wie ich. Und wenn wir uns die Anleitung hier anschauen, ist die eher Lego-ähnlich. Also es wird nichts ausgegraut, es bleibt alles in Farbe, es wird auch nichts entsättigt. Bin ich mal gespannt, wie gut sich danach bauen lässt. Wir haben hier überall Pfeile, die eben anzeigen, wo was hin soll. Hier haben wir nochmal eine Anleitung zur Musicbox. Dann haben wir hier nochmal, dass Achsen verschiedene Längen haben kann. Und hier kann man es nochmal abgleichen. Finde ich immer schön, wenn sowas in der Anleitung dabei ist. Und dementsprechend würde ich sagen, ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen. Und dann, wenn es was Wichtiges dazu zu sagen gibt, melde ich mich nochmal, sag was dazu zur Steinequalität, zur Anleitung und so weiter und so fort. Und ich denke, in diesem Video werden wir alle sehr viel Spaß haben. Und das erste Mal sehen wir uns tatsächlich wieder nach 14 Bauschritten und keine Angst, auch wenn es schon nach etwas aussieht, haben wir noch viel vor uns. Wir sind noch lange nicht am Ende, denn wir haben 62 Bauschritte bei diesem Modell, was nicht gerade wenig ist für die Teileanzahl von 400 noch was Teilen, aber das macht ja den Spaß im Endeffekt auch aus. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, haben wir in der Mitte schon mal mit einer sehr langen Achse und so einer kleinen Konstruktion unten die Drehfunktion fertiggestellt. Das können wir sehen. Wenn wir den aufziehen, dreht sich hier nämlich die Achse mit. Und das ist dann auch im Endeffekt die Grundlage für den Antrieb, der im Endeffekt die Windmühle dann bewegt. Ich muss sagen, wir haben relativ viel Teiletreiberei oder zumindest gefühlte Teiletreiberei dabei. Ob es im Endeffekt Teiletreiberei ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Weil es sind natürlich auch schöne Details, dass wir hier zum Beispiel die ganze Zeit mit Einern arbeiten und dann diesen Fachwerk-Look haben. Es ist so ein bisschen Teiletreiberei, weil man manchmal denkt, das hätte man mit weniger Teilen und größeren Teilen genauso cool lösen können. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ist es jetzt für mich Teiletreiberei oder nicht. Aber wir haben hier keine 425 Teile, die am Ende dann ein riesiges Modell ergeben, sondern eben wirklich diese Spieluhr mit einem relativ begrenzten Platz und auch sehr kleine Teile dabei. Wenn wir uns das anschauen, ich finde es schön detailreich hier vorne gemacht, dass wir dann nochmal die Lampen haben. Dann haben wir hier wie Blumen dargestellt. Ist natürlich auch, da fließen sehr viele Teile rein. Ich meine, wenn wir uns das hier alleine anschauen, wie viele Teile da in diese angedeuteten Blumen fließen, ist das nicht gerade wenig.
Es zieht sich überall so dieser Fachwerklook durch, was natürlich schon was hat. Und hier haben wir auch nochmal einen Punkt, wo man sagen könnte, ist es Teiltreiberei oder ist es ein Liebe zum Detail? Hier würde ich eher sagen, es ist Liebe zum Detail, weil hier haben wir immer vier lange Dachschrägen und dann haben wir hier mal zwei lange, vier, vier, zwei und damit haben wir hier so einen schönen Versatz drin, was so einen richtig schönen Schindellook ergibt, wo ich dann wieder sage, das ist dann zwar mit mehr Teilen gebaut als unbedingt nötig, aber es ist eben auch ein schönes Detail am Ende. Die Teilequalität hat mich bisher sehr überzeugt. Sie sehen alle schön aus, wir haben keine großen Farbabweichungen und sie halten gut, das muss man wirklich sagen. Also es gibt da keine Probleme beim Bauen, dass sie zu fest sind, dass sie zu locker sind. Sie halten, sie lassen sich gut verbauen, man hat ein gutes Gefühl dabei und das gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und wir sehen uns dann im nächsten Bauschritt wieder. Und der Bau geht richtig, richtig schnell voran und das gefällt mir. Wir sind jetzt schon bei Bauschritt 55 angelangt, sind also nicht mehr weit vor der Vollendung und ich möchte euch schon mal in dieser Draufsicht zeigen, weil jetzt kann ich euch auch zeigen, wie dieses ganze System funktioniert. Ihr habt ja schon gesehen, dass hier eben diese Welle nach oben war und auf dieser Welle wurde jetzt mit einer löchrigen Plate, die ihr hier seht, da sind Löcher in der Plate. Schauen wir mal. Ja. Wurde die Welle dort nochmal fixiert, dass sie wirklich schön mittig steht und eben dort nicht rausrutschen kann. Und auf dieser löchrigen Plate haben wir nochmal ein Verbindungsteil und darauf haben wir ein Zahnrad. Das ist dieses Zahnrad, was sich hier eben noch horizontal dreht. Und auf dieses Zahnrad haben wir noch ein anderes Zahnrad gesetzt, was sich vertikal dreht und hier wieder auf einer Welle sitzt, was ihr hier seht. Und das überträgt eben die Kraft in die Drehung. Das kann ich euch auch gerne mal zeigen. Ich ziehe es mal auf, nicht viel. Aber ihr könnt es ja mal auf euch wirken lassen. Und natürlich, wenn es dann komplett fertig ist, dann schauen wir uns das nochmal an. Und dann ziehe ich es auch nochmal richtig auf. Aber damit ihr das mal seht, wie eben diese Technik hier drin funktioniert. An und für sich sehr simpel. So, die letzten Meter geht es natürlich dann immer relativ wackelig, weil ja dann die Kraft nicht mehr fehlt. Aber schauen wir uns erstmal an, was wir noch so alles gebaut haben. Ihr seht es ja von der Draufsicht gerade gar nicht mal so. Und ich drehe es mal um für euch. Und da sehen wir, es hat sich einiges getan. Ich muss es jetzt hier mal halten, dass es nicht abfällt, weil es hat natürlich jetzt ein starkes Übergewicht hier. Da reicht die Spieluhr nicht mehr, um es hinzulegen. Aber der Bau ist an und für sich wirklich stabil. Also hier geht nichts so schnell kaputt. Man kann es eigentlich überall gut anfassen. Trotzdem würde ich euch empfehlen, es immer an der Spieluhr anzuheben. Ich denke, da macht ihr dann keinen Fehler, dass hier oben dann doch nicht zu viel Gewicht drauf ist. Wir haben hier auf jeden Fall das Dach beendet und haben dann hier oben eben diesen Turm draufgesetzt. Und der ist auch sehr schön gebaut. Ich finde diese Details wirklich schön, dass wir da immer noch diesen Fachwerkstil immer weiter bauen. Und das gefällt mir sehr. Und in diesem Turm haben wir eben dann diese Welle und alles versteckt. Und hier oben dann die Windmühlenräder angebaut. Und ich finde, die sind auch sehr schön, aber ein bisschen nervig zu bauen. Denn wir haben hier diese Arme, haben wir immer 9 Stück hier und jeweils 3 Stangen, die das in diesen Halterungen hält. Und das baut man alles einzeln zusammen. Sieht man auch daran, das kann man hier einzeln hoch und runter bewegen, was natürlich cool ist. Dann kann man sich so einstellen, wie es einem gefällt. Und damit es halt schön in Szene gesetzt werden kann. Aber es ist natürlich sehr kleinteilig. Also wenn wir das hier sehen, haben wir schon 6 Teile, 9 Teile. Dann haben wir hier immer einer Plate mit Halterung. Da haben wir auch bestimmt nochmal 9 Teile. Und dann sind allein in diesem Windrad hier bestimmt um die 70 Teile drin. Was ich positiv hervorheben muss, ist, dass es am Ende sehr gut hält. Es ist ein sehr gutes Baugefühl. Man hat immer dieses schöne Klick. Klick-Klick-Gefühl, das ich weiß, jeder, der Lego nicht baut, kann es jetzt nicht nachempfinden. Wer aber mit Klemmbausteinen baut, die eine gute Qualität haben, deshalb auch Lego, weil Lego ist da eben bei diesem Gefühl doch manchmal noch der Vorreiter, der weiß, was ich meine und das ist hier wirklich sehr, sehr gut und macht wirklich Spaß. Was ich noch positiv hervorheben muss, sind diese weißen Fliesen, weil die sehen echt gut aus, haben keine Farbabweichungen und haben keine Kratzer, sehen wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist, dass hier oben der Turm vervollständigt wird. Hier kommt noch dieser Anbau ran und dann sind wir an und für sich schon fertig. Die Technik ist ja schon fertig, aber ich baue es natürlich jetzt noch fertig, dann schauen wir es uns nochmal fertig an. Und dann kriegt ihr natürlich noch meine Meinung, ob ich dieses Set empfehle, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, meine Meinung ist bis jetzt schon ein bisschen durchgedrungen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich mit dem fertigen Modell in 3, 2, 1.
Die holländische Windmühle ist fertig und ich muss sagen, es ist fast ein bisschen Wehmut dabei. Weil ich hatte so viel Spaß an dem Aufbau von dem Set, auch wenn er vielleicht nur eine und eine halbe Stunde bis 2 Stunden gedauert hat. Es hat einfach Spaß gemacht. Es war sehr viel Liebe zum Detail drin, gerade was diese Fachwerkhausoptik anbelangt. Es ist keine große innovative Bautechnik dabei. Und es ist auch keine riesengroße technische Veränderung dabei. Ich meine, die Spieluhr baut man ja nicht. Dieser Sockel ist ja fertig und man baut quasi oben die Deko und die Windmühle obendrauf. Und trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht, weil der Bau einfach stimmig war. Das muss man sagen. Der Bau war stimmig, es gab keine großen Fehler in der Anleitung. Und ich kann es nur weiterempfehlen. Die Steinequalität ist wirklich, wirklich gut. Und das ist ja immer die größte Sorge bei einem Hersteller, den man vorher nicht gekannt hat. Aber die ist wirklich gut. Es ist auch wirklich an einigen Stellen Liebe zum Detail, wie gesagt, da. Also zum Beispiel, das könnte man hier gerade einstellen. Aber für den Windmühlenoptik haben wir hier diese Klappfunktion. Da können wir es so einstellen. Und dann passt das noch viel besser dazu. Ich finde, das ist sehr, sehr hübsch. Das kann man sich auch hinstellen, ohne jetzt sehr groß mit Klemmbaustein irgendwas damit bewirken zu wollen. Weil man einfach ein Holland-Fan ist. Weil man Amsterdam mag. Weil man die Windmühlen mag. Das kann man sich ins Regal stellen. Das sieht schön aus. Und wenn dann jemand sagt, hey, was hast denn du da stehen? Dann kann man sogar noch sagen, guck mal, das ist einfach eine Spieluhr, die kann ich aufziehen. Ich liebe es, dass an die Details gedacht ist, dass da jede Spieluhr einen anderen Aufzieher hat. Hier ist zum Beispiel eine Holland-Flagge dabei. Die anderen Spieluhren, die es von diesem Hersteller gibt, wie zum Beispiel London, der Big Ben oder das Meeresmuseum, die haben dann wieder Aufzieher, die dazu passen. Der London Big Ben hat halt zum Beispiel eine England-Flagge. Das Meeresmuseum hat was, was halt so nach Wasser und Meerestier aussieht. Und jeder hat da so einen anderen Spruch vorne. Die anderen haben I Love London oder keine Ahnung, die verschiedensten Sachen. Und es gibt noch andere Spieluhren von diesem Hersteller. Und ich denke, die werden genauso überzeugen. Ich habe keinen Grund zur Annahme, dass dieses Set so wirklich stimmig und schön ist und die anderen dann nicht gut sein sollen. Ich kann euch das empfehlen. Kauft euch das gerne. Ihr werdet sicherlich damit Spaß haben. Ich muss nur ein was sagen. Sie sind gerade meinen meisten deutschen Importeuren leider vergriffen. Und ich würde nicht von irgendwelchen zwielichtigen Websites bestellen wie Shopee oder ähnliches. Ich bezweifle, dass das bei euch am Ende ankommt. Wartet lieber, bis es die deutschen Importeure wieder haben. Die wissen, wo sie es herholen. Die haben ihre Quellen. Und dann kostet so ein Set dort 22, 25, vielleicht mal 30 Euro. Aber das ist es wert. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist es wert. Die Technik, die dahinter steht, die Teilequalität und auch das Ausgefeilte sind es wert, hier mal 25, 30 Euro auszugeben. Das haben manche Lego-Sets in der Größenordnung ohne eine Spieluhr dabei. Und dementsprechend kann ich da einen Daumen nach oben geben. Holt euch dieses Set gerne. Es ist wirklich überzeugend und ich kann euch nochmal am Ende ein kleines Video einblenden, wie es dann spielt, wie es dann auch mal in einer schönen Pose aussieht. Und ich denke, ihr werdet damit Spaß haben. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt oder ein anderes Set dieses Herstellers, könnt ihr gerne dazu eure Meinung auch in die Kommentare schreiben. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne einen Like oder sogar ein Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig, außer euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Heute bei der Hitze, zumindest wo ich es aufnehme. Geht raus, habt Spaß, schaut nicht mehr so viel YouTube an. Außer natürlich meine Videos. Ihr wisst ja, was ich meine. Haut rein, habt einen wunderschönen Tag. Euer Krieg der Steine.